Ich konnte hier ein paar Übungen beobachten im Training, wo es ums Zuspielen ging. Und da habe ich wenig gesehen, dieses, ja, nun spiel mal irgendwie zu auf irgendeine Position, sondern es war immer irgendwas Besonderes dabei. Wegschubsen war eine Sache im Training. Okay. Man steht nicht immer in die perfekte Situation und das Spielfeld ist nicht frei. Da stehen immer noch fünf andere Spielerinnen rum. Und weil ein Zuspieler sich ja auch gut bewegen muss zwischen Spielerinnen und auch mal eine Mittelspielerin, die in der Weg steht, zur Seite schieben können muss, versuchen wir das auch im Training zu machen, weil die ideale Situation, wo man einfach am Netz steht, den perfekten Ball bekommt und einen Korb versucht zu treffen oder ein Target versucht zu treffen, passiert so wenig, dass wir das auch so realistisch wie möglich trainieren wollen. So dass manchmal mit Hinder von, in diesem Fall im Training, dann eine andere Zuspielerin, die dann den Mitteblocker simuliert, die in der Weg steht.